Moin Leute, willkommen zu einem Unboxing-Video hier vom Kanal. Zuerst grüße ich alle dazugekommenen Abonnenten, diese zwei Herren Männer. Ich hoffe, wenn ihr auch noch ein Abo da lassen könntet. Und heute packen wir von Pico ein Dreier-Set EW1-Wagen, das leider schon ausverkauft ist. Leute, ihr seid ja draufgegangen wie nasse Hunde. Ein EW1 erste Klasse mit neuer Beschriftung. Noch ein EW1 Wagen zweite Klasse mit neuer Beschriftung. Und ein EW1 WR, also Speisewagen. Und ein Self-Service, also Selbstbedienung von dem Speisewagen. Ja. Die Artikelnummer ist 96783. Und wir werden jetzt mal diese ein bisschen angucken. Sieht ein bisschen komisch aus. Ah ja. Schon mal sehr viel. Okay. So, hier ist das Pico-Set. Das werden wir jetzt auspacken und noch genauer zeigen. Also, wir dann hier noch ein bisschen Öl geschmiert. Mit so. Was ist denn da? Ja gut. Naja, dem Wagen ist nichts passiert. Okay, hier ist der erste Klasse Wagen mit neuer Beschriftung. Hier sind noch die Bremsschläuche und die ja, da kann man halt die Ankunft und ja, das Zuglaufschild ist es. Ja. So.
Sieht sehr, sehr schön aus. Tragen wir zurück. Wir müssen ein bisschen aufpassen an den Trittstufen, da ist dieser Wagen empfindlich. Wenn ihr dieses Set bestellt haben solltet, jetzt kommt der rote Speisewagen. Ach ja, dieses Paket ist auch im gestrigen Auspackvideo gekommen, Unboxing-Video. Habt ihr doch sicher was mitbekommen. Hier sind ja noch die Bremsschläuche und die Zuglaufschilder. Ja. So. Da kommt auch noch morgen an. Am Sonntag ein Fahrvideo. Restaurant, Self-Service. Ja, so, das war der Wagen schon. So. Dann haben wir auch noch den zweiten Klasse. Hier ist dann noch die Anleitung. Muss hier auch wieder aufpassen auf die hier. Die sind auch immer sehr empfindlich. Ja, also das war's auch schon mit dem Unboxing des 3er Sets der EW1 Wagen. Wir haben jetzt 9 Minuten auf dem Buckel. Ich sag mal, das reicht. Mehr gibt's ja auch nicht heute. Und dann seht ihr das Fahrvideo entweder von den EW1 Wagen oder von den Intercity-Wagen.
die wir gestern angeboxt haben, dann einfach morgen. Entweder das oder entweder das andere. Also lasst euch überraschen. Ciao.